Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Look Fantastic Osterei. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist die eine Sache, sich das im Internet anzugucken, weil auf der Homepage sieht man ja den Inhalt schon. Aber das andere ist es halt, das Ei wirklich in den Händen zu halten und auspacken zu können. Denn dieses Ei, was normalerweise 70 Euro kostet und einen Warenwert von 225 Euro beinhalten soll, kommt halt in so einem wirklich tollen, hochwertigen Design, was man schön weiter verschenken kann. Finde ich immer super, jedes Jahr freue ich mich darüber. Und wir haben hier wirklich ein großes Ei, feiere ich hart, was in so einem Karton geliefert wird, ne? Richtig, richtig cool und ich habe das immer weiter verschenkt und jedes Mal wurde sich da echt drüber gefreut und ja, genau, jetzt mache ich das mit euch zusammen aus. Ich habe mir das selber bestellt, ich habe aber mittlerweile auch eine Kooperation mit Look Fantastic. Schaut gerne um mich herum, da habe ich euch gegebenenfalls Codes eingeblendet und auch in der Infobox, ne? Ich möchte jetzt aber in das Ei hineinschauen. Ich bin sehr gespannt. Das ist so aus Metall und dann kann man das so aufmachen und dann ist wie so ein Drachenei irgendwie, ne? Dann hat man hier die Produkte drin. Tada! Das ist echt cool. Ich meine, das letzte Ei habe ich einer Freundin geschenkt. Dani hat das bekommen. Ja, genau, das weiß ich noch, letztes Jahr. Da war Mädelsabend und da bringe ich meinen Mädels dann auch immer Sachen mit. Und da hatte sie das Beauty-Ei dann nämlich auch bekommen, weil sie hat zwei Mädels. Und da dachte ich, Mensch, komm, die freuen sich da auch bestimmt drüber. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass ich schwanger bin. Denn da war ich, das war Anfang März, auf dem Geburtstag von einer Freundin. Und da war ich schwanger und es war ganz, ganz frisch. Ganz, ganz frisch. Hier ist übrigens mein Schwangerschaftstagebuch. Hallo Mr. Bauchi, ne? Schaut gerne einfach mal im Belletier Verlag vorbei. Auf jeden Fall saß ich dann da und eine Freundin von mir hatte gerade ein Kind bekommen. Und dann hatte ich ihr Kind halt auf dem Arm und hatte auf einmal so ein Jucken und ein Drücken in meinen Hupis, dass ich mir gedacht habe, was ist los hier, ne? Das ist, au, ey. Kramte ich mir die ganze Zeit an den Hupis rum und sagte auch, irgendwas ist hier irgendwie ganz komisch. Und hatte das Kind auf dem Arm. Mittlerweile wissen wir, warum ich das hatte, ne? Ja, weil meine Hormone gesagt haben, Schätzelein, das blüht dir sehr bald auch selber. Okay, wir schauen jetzt einfach mal in das Ei hinein. Da habe ich zuallererst hier ein Produkt drin, was auch eine Sneak Peek, glaube ich, war. Brazilian Bum Bum Cream Infused with All Powerful Guarana Extrakt. 75 ml sind hier drin enthalten und ich mag einfach diesen Duft sehr gerne. Das ist ein sehr anhaltender Duft und das ist ein sehr warmer Duft. Ich weiß nicht, was das so mit Sommer zu tun haben soll. Für mich ist es eine absolute Wintercreme, zum einen, weil die recht reichhaltig ist und zum anderen, weil die halt vom Duft her auch so weich ist, ne? So süß halt auch irgendwie. Ich mag die aber super gerne. Ich hatte sie mal verwendet und dann meinen Freund gefragt, ob er so tierisch drauf abfährt, wie das ja in der Werbung dann auch so, ne, suggeriert wird. Und er sagte, ja, du riechst halt gut. Das machst du aber immer, Schatz. Es ist so ein lieber Mann. Ja, ja. Auch als ich hier gerade Julius frisch geboren hatte und nicht duschen konnte, habe ich auch gesagt, boah, ich glaube, ich stinke wie ein Iltis, oder? Und da sagte er, nein, Schatz, du stinkst nicht. Ja, ja, große Liebe, ne? Auf jeden Fall habe ich hier eine Bodycream drin, was ich schön finde. Also passt für mich definitiv, kann man gut verschenken, macht man definitiv jemanden mit glücklich. Weil so ein Osterei, das kannst du dir selber schenken oder du kannst es halt weiter verschenken, ne? Dann habe ich hier von Grande Cosmetics, ich liebe Grande Cosmetics, Leute. Grande Lash, Wimpernserum, ihr wisst Bescheid, liebe ich über alle Maßen. Das beste Wimpernserum, was ich halt jemals verwendet habe. Das macht bei mir halt die Wimpern so lang, dass sie halt bis zu den Augenbrauen gehen und Wahnsinn werden. Und hier haben wir auf jeden Fall von Grande Cosmetics das Grande Lips drin, Hydrating Lip Plumper. Und das ist auch eine Full Size, das soll die Lippen halt richtig krass machen. 90% hatten irgendwie vollere Lippen oder sahen vollere Lippen und 97% sagten, dass die Lippen sich befeuchteter angefühlt haben. Schön. Kann ich ja mal ausprobieren, ne? Warum eigentlich nicht? Und ist das in der Farbe? Ist das getönt? Das sieht so braun aus. Guck mal. Ich hatte euch auch irgendwie mal letztens auf Instagram so eine Aktion geteilt, wo Grande Cosmetics so ein Set auch voll krass reduziert war, ne? Richtig geil, also das kriegen wir halt auch einfach dort. Und Barely There Gloss, also es scheint auch wirklich eine Farbe zu haben. Mise à Nu, okay. Ja gut, muss ich mal ausprobieren. Ich habe jetzt gerade den Velvet Teddy auf den Lippen von MAC und darüber habe ich hier, weil ich den aktuell aufbrauche, von Revolution Pout Bomb in der Farbe Kiss. Ja,
Muss ich ausprobieren, kann ich euch jetzt natürlich noch nichts zu sagen. Dann habe ich hier noch mehr dekorative Kosmetik drin enthalten. Nude Sticks ist irgendwie jetzt auch immer öfters in Look Fantastic Beauty Boxen und Glossy Boxen vertreten. Und zwar Dew Warp Magnetic Luminous Eye Color. Okay, den hatte ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal in den Händen. 2,5 Gramm, das ist einfach so ein Creme-Lidschatten, der aber sehr, sehr gut sein soll. Als Lidschatten-Base zum Beispiel auch, sagte Chiquita's Place letztens, ne? Muss ich mal ausprobieren, weil die Farbe könnte auch sehr gut funktionieren bei mir. Dann habe ich hier auch noch drin enthalten von Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer. Den habe ich tatsächlich selber noch da. Das ist aber jetzt, glaube ich, eine Full Size dann, ne? 60 Milliliter. Den kann man nämlich auch super als Primer verwenden, weil der halt Feuchtigkeit spendet und ja, halt auch irgendwie so einen gewissen Glow ins Gesicht bringt, genau. Und ja, so schaut der aus. Ist auch leicht getönt. Sehr, sehr cool, dass wir hier auch eine Full-Size davon drin haben. Wahnsinn, finde ich gerade echt krass, ne? Wie gesagt, ich habe das Bild gesehen, aber ich habe es direkt schon wieder vergessen. Nicht schlecht. Illuminating Moisturizer, ja, da hast du halt auch einfach so ein bisschen Schimmer mit dabei, dass du so einen Glow ins Gesicht bekommst, dann siehst du einfach ein bisschen frischer aus und bist halt ungeschminkt. Geschminkt. Also das ist ja wie so eine Art Perfektionierungsprodukt, ne? Sehr, sehr, sehr cool. Also bislang wirklich tolle Produkte. Dann habe ich hier sogar eine Mascara drin enthalten von Sweet, die Pro Lash Lift Mascara. Die müsste ich auch noch da haben. Da kann ich euch mal das Bürstchen hier einblenden, wie das aussieht. Kann ich euch gerade nicht so sagen, weil die lasse ich dann auch einfach verschlossen. Ich muss ja nicht jede Mascara öffnen. Kann die dann entsprechend auch verlosen oder einfach mal so weitergeben an eine Freundin oder so, weil die brauchen halt auch immer mal wieder eine Mascara. Wenn ich mich nicht jetzt vollkommen irre, ist es aber auch so ein ganz fancy, krass, komisches, interessantes Bürstchen gewesen, was irgendwie ganz verrückt ausgesehen hat. Ich glaube, das war nicht irgendwie eine ganz normale Bürste. Das war irgendwie ein bisschen aufregender, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und ich finde auch, in so ein Ei gehört schon sowas mit rein, ne? So eine Mascara. Dann habe ich hier was von MZ Skin, von Dr. Mariam Zamani, Vitamin-Infused Mesoface Mask, sehr cool. Soothing and Hydrating, also beruhigend und hydratisierend, eine Hydrogel-Gesichtsmaske mit 12 Millilitern. Die werde ich ausprobieren, euch dann im Aufgebraucht-Video was zu erzählen können. Und sowas mag ich, ne? Ich mag einfach gerne Masken. 15 Minuten lässt du das drauf. Ich mache mir das einfach gerne so abends, nachdem ich geduscht habe, drauf. Und dann kann ich meinen Körper in Ruhe eincremen in der Zeit, wirkt dann die Maske ein. Das ist schön. Also wirklich gut, was hier drin ist. Ne? Dann haben wir hier noch ein Heftchen, also ein QR-Code zum Abscannen. Ne? Da sind die Produkte dann nochmal ein bisschen besser beschrieben. Ja, weil Papierkrise, da verzichtet man dann halt irgendwie auf unnötiges Papier, was man halt reinpacken würde. Learn more about the beauty, skincare and haircare products inside your exclusive Better Than Chocolate Beauty Egg. Ja, es ist natürlich besser als Schokolade, aber 70 Euro sind 70 Euro. Für 70 Euro kaufst du dir kein Schoko ein, ne? Ja. Dann habe ich hier was drin. Color Wow Speed Dry Blow Dry Spray. Dramatically reduces drying time. Sehr, sehr cool. Alkoholfrei. 150 Milliliter. Also damit sollst du dann deine Haare schneller trocken geföhnt bekommen. Das finde ich interessant, weil Hitze ist natürlich für die Haare schädlich, jede Art von Hitze, ne? Und dann ist es gut, wenn du das nicht so lange föhnen musst. Und aktuell föhne ich auch noch meine Haare, dann kann ich das mal ausprobieren. Ich bin jetzt aktuell in einem Test drin, was meine Haarpflege angeht. Da habe ich Produkte in Anwendung, die ich ausprobiere, die ich dann auch für euch reviewen werde. Und das heißt, da werde ich noch ein bisschen mit warten. Aber sehr, sehr cool. Und die Marke Color Wow hatten wir auch schon öfters mal in der Look Fantastic Box drin. Und die mochte ich sehr, sehr gerne. Da gibt es zum Beispiel auch dieses Dream Code. Auch sehr toll. Dann habe ich hier von Iconic London etwas drin enthalten. Und zwar den Liquid Matte Eyeshadow. Oh, 3,8 Gramm. In der Farbe Rich Soul. Ein Liquid Eyeshadow? Hä? Sieht mir eher aus wie ein Liquid Lipstick von der Farbe her. Sicher, dass es ein Eyeshadow sein soll, Leute? Bin ich jetzt irgendwie... Eyeshadow. Matte Eyeshadow. Ombre à paupière. Matte Liquide. Okay, dann haben wir nämlich zwei Lidschattenprodukte drin, die du durchaus miteinander kombinieren kannst. Aber das ist so ein rötliches Braun. Ne? Okay.
interessant. Nichts für mich. Also ich verwende sowas einfach nicht, bin ich ehrlich, ne? Aber interessantes Produkt, ja, in dem Ei enthalten. Also wenn die nicht draufgeschrieben hätten, dass es ein Liquid Eyeshadow sein soll, hätte ich das safe als Liquid Lipstick abgestempelt. Ja gut. Und das letzte Produkt, was ich glaube ich ja hier in dem Ei finde, ist von Dr. Jart Plus Cica Pear Tiger Grass Repair Cream Design for Sensitive Skin. Habe ich. 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Da weiß ich jetzt nicht, ob das auch diese tönende Geschichte ist, weil das gibt es ja von Dr. Jart Plus. Dieses normale Cica Pear, oder? Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Weiß ich nicht. Ist so ein Typchen. Tiger Grass Repair Cream. Ja, ist natürlich noch zu, ne? Muss ich mal gucken, ob das das ist. Weil dann hätte ich mal durchaus Interesse, das auszuprobieren. Weil ganz zu Anfang, so vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren, hatte ich mir das mal gekauft oder in einem Adventskalender drin gehabt. Aber da wusste ich, dieses Produkt noch nicht richtig anzuwenden. Und wenn es das ist, dann kann ich das jetzt nochmal mit meinem etwas fortgeschritteneren Wissensstand, was Skincare und Make-up angeht, anwenden. Ne? Mal gucken. Soft Cream Moisturizes and Soothes the Look of Red Irritated Skin. Ja, eigentlich ist es das, ne? Also, dass du quasi das einfach auf dein Gesicht machst, wenn und das mit Feuchtigkeit auch versorgt und beruhigt, wenn du geröte oder irritierte Haut hast. Cool. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Ei. Das Beauty Eye von Look Fantastic für 2023. Ich finde, das ist schön gefüllt. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde, hier ist alles drin, was ich erwarten würde. Ein Lippenprodukt, ein bisschen was an Gesichtsgedönsen, ein bisschen was Haargedönsen, Körper, eine Maske, also ne, dekorative Kosmetik, Pflege. Alles ist drin, was wir hier haben möchten. 70 Euro ist eine Hausnummer. Ne? Also ich glaube, als Abonnent bekommt man die ein bisschen günstiger. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!